Ah, jetzt bin ich mal früher wach als Esi. Hopp. Hallo! Hopp. Oh Gott, bist du da draußen? Hopp. Oh Gott. Nee. Nicht aufmachen, sonst kommt das ganze Wasser bei mir rein. Oh. Oh Gott, Esi! Was tust du denn? Okay, komm rein. Schnell! Was zur Hölle? Warum? Ich konnte nicht hochschwimmen. Aber warum nicht? Weiß ich doch nicht. Ja, also, wieso schwimmst du denn dann überhaupt, wenn du nicht schwimmen kannst? Ach komm, jetzt beschwer dich nicht. So schlimm ist das nicht. Das flutet nicht mal bei dir. Das stimmt, ja. Es sei denn, man nimmt dieses Monopoly. Nee. Das Monopoly-Spiel also bleibt schön, wo es ist. Aber die kriegt gar nicht hoch. Zu schwer für dich. Hey, ho, hier ist Ranja. Und wir haben letzte Folge rausgefunden, dass irgend so ein gruseliger, ja, vermummter Typ mit Maske im Geheimlabor war. Und wir haben den versucht zu verfolgen und haben ihn nicht erwischt. Und Olivia hat ihn auch nicht gesehen. Und es war mega, mega gruselig. Und ja, hast du den gesehen eigentlich? Ich habe den nur kurz gesehen. Es war so eine schwarze Gestalt. Ah, krass, ja. Richtig merkwürdig. Jedenfalls gibt es jetzt ja mittlerweile ein paar Indizien, dass es so eine Art geheime Organisation gibt. Und wir haben, falls es irgendjemand noch nicht gesehen hat, wir haben hier unten bei uns in der Wohnung einen Keller gefunden. Hier, der ist hier unten unter dem Teppich, den verstecken wir immer schön. Und da war ja die Tante vom Assistenten vom Bürgermeister, so. Ich krieg das nicht so schnell gesagt, wie hier andere von uns. Und die hat hier auch Indizien gesammelt. Und die hat hier in ihrer Notiz, hat die auch was erwähnt von, sie verzieht sich jetzt erstmal in die Organisation. Und ich meine, so langsam wird's gruselig. So, und was auch richtig merkwürdig war, wir waren in der Folge von Easy bei Finn und Minka, weil wir uns gedacht haben, wir führen die ins Geheimlabor. Und vielleicht erinnern die sich an was. Und die wollten partout nicht mitkommen und haben so getan, als ob die uns überhaupt nicht hören. Und ja, sie mussten unbedingt backen, merkwürdig. Weißt du? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen frischen Weizen ernten. Ich meine, der wird auch noch da sein, wenn wir aus dem Geheimlabor zurück sind. Aber, naja. Ja, richtig merkwürdig. Richtig, richtig komisch. Jedenfalls. Aber wir haben uns gedacht, wir haben Verdächtigen. Richtig. Und zwar, möchtest du sagen? Ja, sag du's. Okay, und zwar, wir denken, der Bürgermeister steckt vielleicht dahinter. Und zwar, ich meine, erinnert ihr euch dran, wie der Doktor einfach eingesperrt wurde? Ohne, dass es da wirklich ein Grund für war. Ja, am Anfang war es noch logisch, weil am Anfang ja dieses Labor gefunden wurde und das waren mit Materialien vom eigentlich einem Doktor und da haben die Leute dann den Verdacht gehabt. Aber dann waren wir eigentlich bei dem Ferienhaus von ihm und haben bewiesen, dass er gar nicht da war und ein Alibi hat. Aber ja, das haben wir dem Bürgermeister gesagt. Oh, stimmt, genau. Und wir haben das Buch gefunden. Stand auch noch drin, dass er quasi seine Laborgeräte wurden gestohlen und denen wurde das gemacht. Genau, und das war dieser Detective Summer, also der Assistentin, der Tante vom Assistenten, das wurde der gesagt. Und die ist hier ein bisschen so eine kleine Privatdetektivin oder was auch immer. Ich frage nur, wo die ist, ob die jetzt wirklich bei der Organisation ist, im Hauptquartier. Das hat sie ja geschrieben. Ja, wahrscheinlich, oder? Vielleicht treffen wir die dann irgendwann, falls wir das. Falls wir auch immer finden. Falls wir da. Wir sind auch aufs Geheimlabor gestoßen irgendwann. Aber vielleicht hat der Bürgermeister auch was mit der Organisation zu tun. Das kann halt auch sein. Jedenfalls, also wir trauen dem Bürgermeister. Oh Gott. Easy, hör doch mal auf das Schwimmen, wenn du nicht schwimmen kannst. Ich bin runtergespült worden, die Toilette runtergespült. Aber ich würde jetzt erstmal niemanden so wirklich über die Spur trauen und. Genau, wir haben auch einen kleinen Plan geschmiedet gestern Nacht noch, wie wir den Bürgermeister überführen. Ich trau dir auch nicht. Nee, kein Stück. Ich trau dir überhaupt nicht. Du bist. Du siehst auch. Vielleicht warst du's. Seit wann sind wir eigentlich eine Maus und eine Katze, hä? Das warst doch bestimmt auch du. Was? Du bist die Katze. Du willst mich immer fressen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich ertränk mich nicht wenigstens. Ja, das ist vielleicht ein Liebesbeweis. Ein Liebesbeweis? Ja. Ah. Ist das nicht süß? An wen? Weiß ich auch nicht. Vielleicht an mich selber. Vielleicht an dich selber. Jedenfalls, wir wollen den Bürgermeister überführen und wir haben uns dafür gedacht, wir fragen Olivia mal, die ist ja so ein bisschen die Wissenschaftlerin hier, ob die was für uns hat und wir haben so ein bisschen an eine Art GPS-Tracker gedacht, den wir dem Bürgermeister untermogeln wollen. Und ich habe gesagt, das ist eine richtig dumme Idee. Du hast gesagt, das ist eine richtig dumme Idee? Ja, habe ich gesagt. Damit und Ronja will es trotzdem machen. Hast du eine bessere Idee? Ich höre. Hau raus. Komm. Komm, gib uns deine Idee. Naja, jetzt, also eine bessere Idee jetzt nicht gerade, aber die Idee ist wirklich schlecht.
Was jede ich Idee, Idee ist besser als die. Ja gut, lass durchziehen, aber ich möchte meine Bedenken äußern. Du möchtest deine Bedenken äußern? Ja. Wir gehen jetzt erstmal zu Olivia. Aber ich würde auch sagen, Olivia. Ja. Also ich traue ihr zwar so halb, aber im Moment würde ich sagen, dass wir ein bisschen versuchen. Nein, also Olivia traue ich schon. Ja? Ja, der traue ich. Aber guck mal, überleg mal, die hat gestern vom Aussichtsturm, hat sie den nicht gesehen. Obwohl der wirklich im Prinzip durch ihr Sichtfeld gerannt ist. Ja, aber er ist unter der Brücke lang gelaufen. Du siehst halt unter der Brücke, kannst du nicht gucken vom Aussichtsturm aus. Ja, aber wenn du eh schon sagst, ich weiß, bei dem Stein hat sich was bewegt. Und dann guckst du nicht in die Richtung, wo der rauslaufen kann. Nein, aber das wusste sie doch nicht, dass da ein Geheimgang da unter ist. Also ich glaube, das war keine Absicht. Aber vielleicht ist es anders. Das ist ja okay. Wir finden das schon noch raus. Du weißt es halt nicht. Jedenfalls sollten wir dann vielleicht nicht sagen, hey, wir wollen den Verbrecher finden und wir brauchen dafür einen GPS-Tracker, nicht, dass die unter einer Decke stecken. Sollten wir vielleicht ein bisschen die Geschichte ausdenken, warum. Okay. Und warum brauchen wir den? Ja. Pass auf, ich habe eine Idee, okay? Okay. Hör zu. Wir machen das einfach so, dass wir sagen, weil du hast ja echt einen schlechten Orientierungssinn, nicht so ungut. Aber du verläufst dich ständig und wenn du dich verläufst, dann will ich wenigstens finden können, wo du dich verlaufen hast, weil du dich so oft verläufst. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, pass auf. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Dann sage ich dir das einfach am besten, oder? Ja, ja. Hallo! Warte, dürfen wir überhaupt reinkommen? Hallo, doch, hallo, hallo! Stimmt, oder? Entschuldigung, falls wir stören. Huch, habt ihr mich erschreckt. Was bringt euch zu mir? Willst du sagen, oder? Okay, wir brauchen unbedingt ein Gerät, was wir vielleicht bei dir kaufen können. Es geht nämlich um einen GPS-Tracker. Ronja verläuft sich nämlich so oft. Und ich will sie nicht verlieren. Ein GPS-Tracker? Wollt ihr jemanden verfolgen? Naja, verfolgen halt nicht. Es ist halt, wie gesagt, wir... Also... Ich habe manchmal, Angst, dass man ja verloren geht. Manchmal laufe ich halt irgendwo hin und dann bin ich halt irgendwie allein. Und, ne? Dann ja, und ich kann nicht immer ein Auge auf sie haben. Ach so, ja, ich schau mal, ob ich was finde. Einen Moment. Oh, vielen Dank. Mein Gott, sie hat gefragt, ob wir jemanden verfolgen wollen. Meinst du, sie ahnt was? Ich hoffe nicht. Wow. Oder? Was denkst du? Weiß es nicht. Ist sie jetzt hochgegangen? Ja, yeah, sie holt, glaube ich, gerade was. Ach, schön, dass sie hier einen Feuermelder bei sich in der Wohnung hat. Was das ist. Das ist die Alarmanlage. Ach so, ist es das. Okay, das ist der GPS-Tracker. So, den hier könnt ihr haben. Okay. Guck mal, der ist klein, den findet ihr nie im Leben. So sehen? Ja, guck mal. Dazu braucht ihr aber noch das hier, damit Izzy sehen kann, wo du gerade bist. Mach's gut. So, dann gebe ich dir das mal. Das ist ein Bildschirm, oder? Das ist ein kleiner Bildschirm. Gott. Ah, und da ist dann wahrscheinlich so eine Art Karte und mit einem Punkt, der dann leuchtet oder so, denke ich mal. Der ist rosa, so wie ich. Guck mal. Der tarnt sich. Guck mal, voll unauffällig. Richtig gut. Der passt sich meiner Farbe an. Okay, dann vielen Dank, Olivia. Dann mach's gut. Warte, ich gebe dir noch Geld. Also, hier hast du. Das ist, bitte, reicht das? Eine von uns hat immerhin Geld dabei. Das okay? Ja, okay, cool. Gut, ich bin da. Okay, super. Dann Teil 2 des Plans. Das hat jetzt ja gut geklappt. Gib mal den Monitor. Okay. Ja, bitte? Oder? Ja, hier, bitte. Danke. Dass wir sehen können. Genau, perfekt. GPS-Monitor. Ja. So. Wir müssen den erstmal irgendwo platzieren, den Tracker, glaube ich, bevor wir auf dem Monitor was sehen. Genau, das heißt, wir gucken jetzt. Kannst du den Bürgermeister einfach kurz in Gespräch verwickeln? Dann schmeiße ich das in seinem Büro irgendwo hin. Ja, ja, ich kann den Bürgermeister mal kurz in Gespräch verwickeln. Das ist gut, das ist gut. Ist er zu Hause? Ich hoffe, der Assistent ist nicht da. Das wäre sonst schon echt blöd. Hier müssen wir doch, oder? Ist das hier? Ja. Wollen wir mal reingucken durchs Fenster? Ich guck mal kurz. Nee, du hast kein Fenster. Oh, warte. Dann verstecke ich mich kurz und dann kannst du den vielleicht rauslocken, den Bürgermeister. Und dann gehe ich bei ihm in die Wohnung, sodass er gar nicht weiß, dass ich da bin. Ach, Herr Bürgermeister, ich habe mir das Bein gebrochen. Können Sie sich das mal angucken? Der Doktor ist ja gerade im Urlaub. Okay, weil Sie ihn ins Gefängnis gesteckt haben. Ja, schauen Sie doch da. Ich mach das einfach in seine Unterlagen, dann merkt er das nicht. Das muss er ja eh mitnehmen. Oh Gott, ja, sag ich doch. So, ja, sehen Sie, können Sie mir da irgendwas umbinden oder so? Gucken Sie mal beim Doktor, der hat das Sachen. Muss ich auflassen. Holen Sie mal. Ronja, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ach, geht wieder, hat sich erledigt. Dankeschön, ist schon wieder geheilt. Mäuse haben halt gute Heilungsfähigkeiten. Machen Sie es gut, Herr Bürgermeister. Bürgermeister, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Bürgermeister. Bürgermeister. Er ist der Meister vom Bürgerland. Was? Ja, ich hoffe, er schöpft keinen Verdacht. Ich habe das in sein Buch getan, quasi so zwischen die Seiten. Ah. Und das muss er ja eh mitnehmen, das ist ja seine Bilanz, denke ich mal. Das ist ja schlau. Ja, ich weiß, er hat nämlich keine Tasche. Ach so. Ja, okay, das ist gut. Vielleicht nimmt das ja mit. Wo können wir uns denn gut verstecken? Hast du den Monitor? Ich habe den Monitor hier. Okay, perfekt. Dann lass uns mal schauen, dass wir uns hier irgendwo in irgendwelchen Büschen oder sowas verstecken, damit er uns nicht sieht. Aber wir sehen, dass er rausläuft. Busch verstecken? Naja, irgendwo, dass wir halt...
Hast du eine bessere Idee? Vielleicht hier im Wagen des Doktors? Oh ja. Von hier so durchgucken. Das ist gut, das ist gut. Ja, hier kannst du gut gucken. Ich guck von hier hinten, du kannst da schauen vielleicht. Okay, gut, dann... Da siehst du mehr. Setz ich mich hier hin. Gott, da müssen wir jetzt aber warten, ha? Ronja? Izzy? Was? Hier hat sich gerade was bewegt. Warte, guck mal raus. Ist da der Bürgermeister? Oh ja, der geht gerade. Psst, okay. Okay, ja, der Monitor fängt an. Okay. Oh nein, der bewegt sich. Okay. Versteck dich. Wo geht der hin? Okay, warte. Der geht hier hinten lang. Was macht der denn? Wo geht der lang? Oh, warte. Der, aufpassen, der dreht sich ab und zu um. Oh, oh. Okay, warte, dann bleiben wir mit ein bisschen Abstand. Nein, versteck dich. Ich hab mich nicht gesehen. Oh, oh. Ich bin hinter einem Baum. Gott, wo geht der denn hin? Weiß ich nicht, ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh Gott, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Bist du hier noch drin? Ja, komm rein hier. Ich glaube, wir sollten da draußen nicht rumlaufen. Oh, nee. Warte, da ist er. Wo geht der hin? Ist in die andere Richtung. Will er zu Miss... zu Pepper? Zu Pepper? Nee. Guck mal, er geht weiter. Will er vielleicht zu uns? Oh, oh. Ich hoffe nicht. Gott, vielleicht hat er den GPS-Tracker hier doch bemerkt. Ah, ich sehe, wo er ist. Ich sehe, wo er ist auf einer Karte. Er läuft unten. Okay. Diesen schmalen Weg lang. Oh ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Der will zu uns. Nee, nein, der will. Und da nicht Miss X? Doch. Hä? Was macht der denn da? Ich hab keine Ahnung. Bleiben, nicht, dass der uns noch. Leck mich mal hier. Hörst du was? Hören? Nee, ich höre nichts, glaube ich. Ich höre nichts. Okay. Wollen wir hingehen? Warte, die Tür? Die Tür? Hast du sie gehört? Also der ist. Ah, da ist er okay, doch! Okay, versteck dich, versteck. Ich versteck mich doch. Oh nein. Hat er uns gesehen? Okay, nee, ich glaube nicht. Okay. Lass uns mal mit Miss X fragen, was da los ist, oder? Ja, okay. Ich muss jetzt einfach klingeln, das ist zu laut. Zu leise bin. Sorry, dass wir mitten in der Nacht stören. Oh, was wollt ihr denn so spät hier? Wir haben gerade gesehen, dass der Bürgermeister hier war und wir wollten nur wissen, was quasi los ist. Der Bürgermeister? Ja genau, was wollte der denn hier? Der wollte nur ein paar Süßigkeiten kaufen. Oh. Hä? Ehrlich? Oh Gott. Mitten in der Nacht? Wer kauft denn mitten in der Nacht? Ich meine, wenn du mitten in der Nacht, was machst du da eigentlich? Vor ja gut, versteckst mach du dich? Ich versteck mich, falls okay, der Bürgermeister wieder kommt. Okay, dann Dankeschön für die Auskunft. Oh Gott, Können wir auch Süßigkeiten haben? Habt ihr okay, tschüssi und gute Nacht, ich glaube nicht. Nein, halt die Süßigkeiten! Bitte! Ich nehme alles, bitte, geben Sie mir irgendwas! Ronja, geh weg, du kriegst nichts. Sorry, okay. Ah, okay, Keks, schon. Mein Keks. Du hast wirklich was gekriegt? Ja, ich habe einen Keks bekommen. Dankeschön, bis eben. Okay, gute Nacht. Tschüss. Oh. Ja, geil, okay, dann haben wir uns ja ganz umsonst Keks Sorgen bekommen. Gemacht. Na toll. Ja, eigentlich schon. Okay, warte mal, wo ist der Bürgermeister jetzt? Er zeigt mir an, er ist da wieder. Wieder bei sich zu Hause, oder? Wir sollten den Sender entfernen, Ronja. Oh ja, stimmt. Dann... Warte, da ist er doch. Oh, Moment. Nicht, dass er uns entdeckt. Nicht, dass er hier irgendwas sagt. Oh mein Gott, muss der gut sein. Easy. Ich glaub, hat er uns gesehen? Ja. Oh nein. Was zur Hölle soll das? Was genau meinen Sie? Wir machen doch gar nichts. Ich hänge hier nur so rum. Genau, wir wollten nur Verstecken spielen. Abends? Ja. Im Dunkeln? Ihr seid mir gefolgt. Woher wusstet ihr überhaupt, wo ich bin? Oh Gott, Ich weiß nicht. Und er sagt du was. Versteckt den Monitor. Ich habe ihn noch versteckt. Oh Gott. Nein! Er hat den Schlüssel gefunden. Beziehungsweise den Tracker. Ist das ein GPS-Tracker? Was zum... wir können alles erklären. Das war keine böse Absicht. Wir haben nur, wir haben gedacht, quasi, dass hier was Böses vor sich geht. Aber ihr wollt ja nur Süßigkeiten kaufen. Das ist absolut inakzeptabel. Ich hab mir... Was? Ich hab euch in unsere Stadt gelassen und jetzt verdächtigt ihr mich. Guck. Ja. So was Dreistes hätte ich niemandem zugetraut. Gebt mir jetzt sofort das andere Gerät vom Tracker. Okay, dann geben wir den zurück. Ja, hier, bitteschön, nehmen Sie das. Bitteschön. Es tut uns leid. Es tut uns so leid. Wir haben gedacht, quasi, weil der Doktor ja eigentlich eingesperrt war und dass sie dann den nicht rauslassen wollten, dass sie hier irgendwie... Ronja, ich glaube, das hat Konsequenzen. Mist. Ich glaube, das hat Konsequenzen. Der ist jetzt bestimmt richtig sauer. Oh, ja, das war eine dumme Idee. Easy, warum eigentlich hast du nichts schon gesagt, dass es eine dumme Idee war? Ich hab doch was gesagt. Oh Mann, Ronja. Überleg mal, wenn wir... Oh, Mann. Vor allem, wir haben nicht mal was gefunden. Ärger. Das hat uns überhaupt nichts gebracht. Doch, wir haben Keks gefunden. Ja, das war es auf jeden Fall wert.
Danke. Naja, toll, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und guckt unbedingt bei Easy vorbei. Am Sonntag kommt da die nächste Folge. Mittwoch. Mittwoch, wollte ich sagen. Bei mir kommt Sonntag, bei dir kommt Mittwoch. Um wie viel Uhr? Um 14 Uhr. Um 14 Uhr, genau. Um 14 Uhr am Mittwoch gibt's bei Easy die nächste Folge, falls ihr die nicht verpassen möchtet. Ansonsten abonniert gerne ihren und auch meinen Kanal. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ein neues Video rauskommt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Immer fleißig Kekse essen. Ciao. Tschüss.